So, herzlich willkommen zurück bei Crusader Kings 3, unserer sehr schwierigen Afrika-Challenge. Ganz Afrika erobern und Kultur und so weiter in allen Gebieten. Anyway, im letzten Part haben wir ein Königreich erobert, und zwar Kanem. Königreich Kanem ist hier auf der Karte aber ein bisschen zerstreut, hier so. Und wir haben jetzt zwei Königreichstitel, was erstmal gut ist. Aber wir können nur unseren Haupttitel vererben und Königreich ist gleich vom Rang. Das heißt, wir würden einen Königreichstitel verlieren, wenn wir sterben und das vererben an unser nächstes Kind. Um das zu verhindern, müssten wir einen Titel schaffen, der höher als Königreich ist, und zwar das Großreich. Und das Großreich würde sich anbieten, hier Kanem Bornu heißt das. Das hat Anforderungen, und zwar braucht man zwei Königreichstitel. Die haben wir. Wir brauchen 500 Gold. Können wir drauf sparen. Aber wir brauchen 40 Grafschaften. Und wir haben erst 20. Das heißt, wir brauchen noch doppelt so viel Land. Das heißt, wir müssen in Richtung Osten immer weiter Krieg führen und einnehmen. Und das ist nicht ganz so leicht. Das Problem ist, wir haben auch schon 45 Jahre. Wir müssen das irgendwie noch... Ich versuche es jetzt mal durchzupushen. Und ich hoffe, dass das klappt. Ansonsten laufe ich der Gefahr, je mehr ich habe, umso mehr verliere ich, wenn ich sterbe. Es sei denn, ich schaffe das komplett zu erobern und den Titel zu schaffen. Und dann würde der Haupttitel vererbt werden und ich könnte alles behalten. Also gibt es jetzt zwei Strategien. Das behalten, was man hat und ausbauen und halten. Oder voll eskalieren und hoffentlich reicht's. Wir machen Letzteres. So, Abfahrt. Also, wir können hier Lösegelder holen. 10, ist das hier immer der gleiche? Ja, machen wir erstmal hier ein Kind. Der wird sich sogar selber freilassen. Für Geld. Okay. Lösegeld fordern, Abfahrt. Jupp. So, und wir werden hier gerade angegriffen. Genau. Als wir das Königreich erobert haben, haben wir den gegnerischen Angriff darauf mit übernommen. Und statt jetzt hier die Armee zu bekämpfen, die eine große Güte hat, marschieren wir bei den Gegnern in die Hauptstadt ein. So, neuer Lebenswandel. Superb. So, ihr könnt Druckmittelbezahlung verlangen. Worum kämpfen die hier? Die kämpfen um das Land hier. Okay. Das könnte ich denen eigentlich überlassen. Aber Opanda ist auch so klein. Ist Opanda für sich? Das könnte ich eigentlich mir einfach einverleiben. Haupterbe. Friede anbieten. Heirat arrangieren. Ihr seid im Krieg. Okay. Ich könnte die eigentlich verheiraten. Dann würde es mir sowieso eingegliedert werden. Ist eine mögliche Strategie. Ist eine mögliche Strategie. So, Abfahrt. Kultur, das Interesse der Stadtplanung entdeckt. Sehr gut. Wir können das nächste auswählen. So, ich würde sagen, wahrscheinlich Onaga. Was ist Gambeson? Das sagt mir noch nichts. Kann gepanzertes Fußvolk errichten? Na, brauche ich nicht unbedingt. Erbteilung. Kann gesetzte Erbteilung erlassen werden? Bundteilung. Bundteilung. Kann folgendes Gesetz erlassen? Bundteilung. Direkt aber so, da. Neue Titel können für jüngere Reichserben geschaffen werden. Könnten wir auch anstreben. Aber ich wollte erstmal, ich glaube, das Onaga hier, aber das dauert 388 Jahre. Das hier nur 24. Abfahrt. So, auf den Weg zum gegnerischen Hauptstadt tun wir hier die Überfalltypis nochmal mitnehmen und killen. Abfahrt. Plünderer, die Säcke. Soll ich einfach mal kriegen? Armee ist ausgehoben. Ich könnte die eigentlich mal einverleiben hier, die kleinen Säcke nerven. Okay. Ich habe eine Fraktion gegen mich. Wer ist das denn? Alter, der ist echt pissig. Beeinflussung, Komplott, Abfahrt.
Achso, ich kann ja mal gucken, ob ich hier jetzt bessere Leute in den Rat berufen kann. Seit dem Königreich. Nein. Kriegsführung 20. 21 sie. Ränkespiel 17 er. Ja, Bildung 19. Sogar ein. Oh, das ist ein Genie. Ja, den hole ich mir an den Hof, auf jeden Fall. 18 Gold, Abfahrt. Der hat nicht mal eine Frau. Der soll am besten eine Frau finden. Mal kurz Pause. Dann könnte ich mit der Toli-Kautochter. Ist die einzige, die eine vererbbare Kinder aus dieser Ehe werden, Dynastie geboren. Matrinea. Vererbliche Eigenschaften, die beiden. Die ist 8. Der, bis die Kinder zeugen, dann wäre er 58. Dann könnte er immer noch zeugen. Das mache ich aber noch nicht. Ich warte erstmal ab, wie sich's entwickelt. Aber ich habe erstmal das Genie an meinem Hof. Festmahl veranstalten. Ich will das Geld sparen. Dauerdynastie ist weiterhin bekannt. Nice. Das ist eine Stufe ab. Hier oben sind die Stufen. Bekanntheit. Wir sind jetzt unbedeutend. Und danach bemerkenswert. Unbedeutend klingt jetzt schlecht, aber wir sind unbedeutend. So, der Sack ist hier bei minus 72. Aber ich erobere seine Hauptstadt. Da müsste ich eigentlich gleich einen fetten Boni bekommen. Der erobert hier weiter. Fika steht unter Belagerung. So, 17 Geld gibt 50, kann ich warten. Konkubine nehmen. Nope. Wir können Zahlung von Saki Gnall verlangen. Verwende schwaches Druckmittel überhaupt gegen Dings. Ich könnte Lana. Ich kann meine Tochter erpressen für 50 Gold. Okay. Warum habe ich ein Druckmittel gegen sie? Ich meine, wenn ich sie erpresse, ist es in meiner eigenen Kasse. Keine Ahnung. Heirat erlauben. Ist die noch, hat die noch nicht geheiratet? Die sind verlobt. Ach nee. Er ist erst 15. Oh, kurz Pause. Er ist robust. Ich könnte sie mit dem Genie-Typi verkuppeln. Der ist besser. Dann würde ich die Verlobung hier trennen. Dann wäre die angepisst, weil ihr Sohn nicht verheiratet wird. Wer ist sie? Okay, sie ist am Arsch der Welt und unbedeutsam. Beziehungsweise da gehe ich eh hin zum Erobern. Ja, Verliebnis brechen. Scheiße, Abfahrt. So, Lana, du bist 23. Kinder müssen her. So, wo ist unser Genie, der am Hof ist? Wir haben einen wunderschönen hier. Noch einen wunderschönen. Aber hier erstmal den Genie. Abfahrt. Kinder aus dieser Ehe. Nein. Wir ändern das. Chance auf Kindermoderat. Gut. Also so lange mit dem alten Sack, bis er nicht mehr kann. Und dann einen jüngeren, der andere Erbschaften hat. Bleh. So, sehr gut. So, hätten wir das. Die werden auch gleich heiraten wahrscheinlich. Perfekt. Spieler-App, Verliebnis gebrochen. Jupp, jupp, jupp. So, Pause. So, ich habe die Hauptstadt erobert und ihn gefangen genommen. Dann kann ich jetzt seinen Angriff abwenden. Forderungen erzwingen. So, dann alle Armeen auflösen. Zack. Dann würde ich sagen, erobern wir das kurz. Weil das nervt schon so lange. Grafschaft erobern.
Ihn unterwerfen? Nee, erobern. Kostet 50. Krieg erklären. Mauerfahrt. Kurz erobern. Das ist, keine Ahnung. Was ist das? Bauchi. Klingt gut, das ist wie im Bauch von dem Reich hier. Aber der nervt, weil er immer mich da immer anpisst. So, oh, wir haben viel Kulturzeug zum Ändern. Machen wir mal hier in die Richtung. Zack. Viele unruhige Staaten auch hier. Zack. Mein Ratsspitzel Fabian ist auch nicht so gut auf mich zu sprechen. Aber warum, Bruder? Ich kann den Komplott ihn schmieden lassen gegen sich selbst, damit er eine bessere Meinung von mir bekommt. The fuck? So, wir belagern hier weiter und greifen kurz seine Armee finishen. Ja, Abfahrt, finishen. Ihr habt den Sohn gefangen genommen, sehr gut. Lösegeld 20 von 50. Ja, aber den erobere ich eh gleich, also noch die 20 Gold mitnehmen. Bevor es zu spät wird, euer Haus kann Mitglied Marianne Saba rufen. Ich kann die rufen, aber bei dem brauche ich das eh nicht. So, Vasallen. Mächtige Vasallen sind angepisst, weil sie keinen Ratsposten haben. Der hier und der hier. Alter, die sind alle schlecht auf mich zu sprechen. Die muss ich alle nach und nach beeinflussen. Shit. Und zwar am besten der ist eingeschüchtert. Der ist verschreckt. Ja, ich fange mit dem an, der mich wirklich angreifen könnte. Hoffentlich könnten die keine Fraktionen. Achso, die haben schon zwei Fraktionen. Die sind schon gegen mich. Ja, das sind die frisch eroberten Länder. Ist klar, dass die gegen mich sind. So, der hat sich selbst freigekauft für 20. Meinung erhöhen. So, warte mal. Wir haben auch Städtebau. Kann ich ja hier eigentlich jetzt noch upgraden. Nicht wahr? Nicht wahr? Diese Baronie wird bereits gebaut. Hey, wie lange baut denn das noch? Abschluss. 19. Januar. Ja, moin. Ein Tag. Ich war ein Tag zu früh. So, was können wir hier machen? Handelsaußenposten, Märkte. Können den verbessern. Und hier brauchen wir hausanische Kultur, Innovation, Kaserne. Innovation, Kaserne. Innovation, Motten. Ja, machen wir Handelsposten. 0,4 Versorgungsschwelle. 2 Jahre. Abfahrt. Bauen jetzt hier erstmal Märkte schön hin. Neues Bistum. Meine Gefangene Aquila ist in meinem Kerker gestorben. Okay. Ja, wir müssen mal gucken, was wir im Kerker haben. Shit. Ich vergesse euch, Leute. So, ja. Brauche ich den? Nee. Der kann da drin verwerken. Was ist mit ihr? 5 Gold könnte 50 geben. Warte ich noch ab.
Das ist ein Vasall von mir und dem seine Tochter habe ich. Deswegen ist er so pissig wahrscheinlich. Hausarrest, was kriege ich bei dem? Ach, ich habe beide seiner Kinder. Tja, also. Kann er nichts machen. So. Beide seine Kinder. So, Eroberung, zack. Ist gleich durch. So, Abfahrt 100%. So, zack. Ist jetzt in unserem Reich eingegliedert. Alle auflösen. Halt, warte. Können wir noch kurz gucken, ob Überfälle sind? Dann laufe ich da kurz hin. Nope. Sieht stabil aus. Was ist das hier? Aber der läuft weiß Gott wohin. So, einfach alle auflösen. Zack, zack. Entscheidung verfügbar. Pilgerreise. Ja, wir können Pilgerreise machen. Die Frage, ob sich das noch lohnt. Pilgerreisen sind teuer. So, 50, 100, 100. Ich mache eine Pilgerreise in mein eigenes Reich. Auch nicht schlecht. Wir machen mal Pilgerreise nach Igbu. Wo ist das? Ah, hier unten. Okay. Weil die müsste ich mir mal auch holen. Das sind ganz fette Glaubenszentren. Das ist wie so Rom oder Jerusalem, nur halt in der Kultur hier. Jetzt nicht so krass wie die, aber in der Kultur sind die so krass. Also, nicht vergleichsweise, aber... Ah, das hätte ich sogar. Wo geht die hier hin? Dauer? Ah ja, okay, ich habe schon zwei. Dann machen wir jetzt mal hier 100. Lass mal kurz gucken. Kulturelle Karte. Ne, hier. Religios. Okay. Was den Glauben angeht, habe ich schon drei. Nice. Was gibt die hier unten? Bildung pro Hingabestufe. Das ist fett. Shit, die muss ich mir auf jeden Fall holen. Und die hier, Verwaltung pro Hingabestufe. Titel schaffen. Ich glaube, ich muss da mal unten einen Abstecher machen, aber das ist das große Reich von dem. 2000 Soldaten. Dann müsste ich das komplett erobern und ich will ja das Großreich gründen. Das müssen wir uns für später aufheben, so lukrativ das auch ist. Pilgerreise, Abreise, Abfahrt. Hätte ich wahrscheinlich erst machen sollen, als meine Ehefrau schwanger wäre. Aber darauf kann ich gerade nicht bauen. So, wir müssen hier mehr oben. Wir müssen. Oh, Alter, die hat 2000 Soldaten. Shit. Den kann man mal sneaken. Der hat, glaube ich, gar nichts. Der ist auch alleine. Gehört das noch zu dem Reich? Jo. Gut, das Reich als nächstes. Abfahrt. Grafschaft erobern. Warum hat er hier 1800? Ach, der hat Verbündete. Aber ich bin bei 3000. Der kann machen, was er will. Abfahrt. So, an die Front die Armee ausheben. Hier alle ausheben. Zack, da rein. So, Sohn von Bö wurde während der Belagerung von Bauri gefangen genommen. Irgendein Sohn wurde gefangen genommen. Ist mir egal. Solange es nicht meiner ist. So, können wir hier mal Geld langsam holen? 5 von 50. Bruder, du brauchst Gold. Du kriegst deine Kinder, aber nicht für 5, wenn du 50 geben könntest. So, was mit dem hier? So, den hatte ich schon. Der kann da... Ja, hau mal los. Hier, frei, feiern. Tschüss. Warst lang genug im Kerker. Können Kriege erklären, schwaches Druckmittel erhalten. Ja, Abfahrt. Pilgerreise, liebe deinen Nächsten. Unter all den Pilgern gibt es einen Mann, der Menschenliebe und Zusammengehörigkeit prägt, bis er zum Thema Heiden kommt. Achso, da kann man sich entscheiden, ob man sich für oder ihn. Sympathie gegenüber Heiden.
Domänen steuern, anderer Glauben plus 10%, Meinung von anderen Glauben plus 10, bla bla bla, nein, oder Verachtung halten, Meinung anderes Glaubens, Aufgebotsstärke gleicher Glaube, das ist gut, plus 20%, Aufgebot ist deftig für alle, die deinen Glauben haben, und wir gucken mal auf die Glaubenskarte. Da müsst ihr einfach gucken, was habt ihr vorherrschend. Ich bin vom borischen Glauben, hier ist alles borisch, also auf jeden Fall das. Zack, 200 mehr Aufgebote eben. Einfach nur durch die Entscheidung. Superb. Macht natürlich die, die hier einen anderen Glauben haben, ein bisschen pissiger auf mich, weil ich sage, ihr seid scheiße. Aber, naja, passt. Passt. So, Pilgerreise, die Ankunft. Ich halte Glauben. Da euer Glaube der Grundsatz Esoterik hat, versuche ich, die gesegneten Lehrer zu verstehen. Ihr verinnerlicht Lektionen. Ihr haltet die Eigenschaften Mystiker. Mystiker Stufe 2, nice. Oder ich bin nicht schlau genug, 27%. Und ich erhalte die Eigenschaft Mystiker 2. Sehr gut. Stufe 1, weil wir vor zig Jahren schon mal auf eine Pilgerreise gegangen sind. Und jetzt nochmal. Läuft. So, mal gucken, was meine Spielerbe macht. Die hat einen Ehepartner und ich hoffe, der schwängert die. Der hat sogar einen gesunden Körper, der kann auch ein paar Jahre, komm schon. Ah, ich habe nicht geguckt, ob die sich mögen. Er ist rachsüchtig, er ist arrogant und zornig. Ich hoffe, sie ist nicht... Okay, zufrieden. Ich weiß gerade nicht, ich weiß nicht, ob die sich nicht mögen. Ich glaube nicht. Also ist okay. Es sei denn, es ist so Wechselwirkung zu den zwei. Wegereise die Rückkehr, ist schön wieder zu Hause sein. Abwart. So, was macht mein Komplotte schmieden? Läuft. So, ich kann eine Jagd machen, will ich aber nicht. So, die Belagerung geht echt langsam ohne Belagerungswaffen hier in dem Spiel. Ich mag auch nicht, dass mein Hauptsitz hier so an der Grenze ist. Ich hätte ihn gern hier mehr so im Zentrum. Aber hier sind halt die Befestigungsstufen scheiße. Wobei hier ist Befestigungsstufe 3. Aber hier bin ich schon bei 4. Trockenheitgebiet. Ich müsste auch ein Gebiet haben, wo ich so einen Vorteil habe daheim. Wisst ihr, was ich meine? Hügel oder Wald oder so. Können wir uns auch mal überlegen. Trockengebiet. Das ist ja aber alles so trocken. Kaffeeentwicklung. Grafschaften. Ja, die muss ich alle erobern. Regierungen. Stammes. Okay, krass. Das habe ich auch noch nie gesehen. Diese Regierungsform hier habe ich noch nie gesehen. Feudal, ja. Hier ist es feudal. Clan. Ich habe noch nie Clan gespielt. Ich habe bis jetzt nur feudal gespielt. Regierungsform. Und ich habe jetzt hier eine Stammesregierungsform. Das ist auch ein großer Wandel. Gelände. Okay. Ja, Gelände. Entwicklung. Ja. Okay, gehen wir wieder in unsere normale Sicht. So. So, wir erobern gerade hier. Abfahrt. Abfahrt. Wir wollen das Großreich-Titel gründen. Dafür brauchen wir Turnierprobleme gleich. Dafür brauchen wir 40 von diesem Königreich und wir sind bei 20. Also muss ich noch 20 Stück erobern und ich fange hier gerade an. Und das alles, bevor mein Charakter an Altersschwäche stirbt. So, Turnierprobleme. Als Sakin ist es meine Pflicht, an einem lokalen Turnier teilzunehmen. Fuck. In der Kultur bin ich König. Sakin ist so wie König ungefähr. Im europäischen Raum. Blablabla. Die Turnier wird frühestens einer Stunde beginnen. Während ich im Pavillon darauf warte, dass etwas geschieht, setzt sich mein Bruder und Freund Sakin Gabi Fabian zu mir an den Tisch. Welches Turnier, nicht wahr? Wie dem auch sei, wie geht's euch? Ah, mein Freund. Fabian wird euer bester Freund. Best Friends. Fabian wird mein bester Freund.
Yeah. Okay, Abfahrt. Hat auch Vor- und Nachteile. Da ist jetzt so ein Homie, der macht alles mit. Aber wenn mein bester Freund stirbt, dann nimmt mich das auch mehr mit. Oh, irgendwas ist gerade passiert. Ah ne, die Belagerung ist noch nicht fertig. Ich habe schon gedacht, ich kann es jetzt einnehmen. So, Beeinflussung hat funktioniert. Er ist bei minus 63 von minus 100. Wir steigern uns langsam. So, Hauser starten. Keiner wird belagert. Keiner ist hier. Ist okay. Ich habe das erobert und habe nur 18%. Wie das? Der hat kein anderes Land mehr. Ach du Scheiße. Der hat ja hier oben einen Haufen. Gott, ich bin blind. Scheiße. Scheiße. So, wir rufen erstmal unsere... hier die mit am Start. Meine Cousine kommt mal mit in den Krieg. Jo, Hausmitglieder in den Krieg rufen. Ich kann Zahlung verlangen. Warum? Ich habe ein Druckmittel gegen ihn. Ja, warten wir noch ab. Die Kinder, kann ich die mittlerweile vertickern für mehr? Gefangene Kinder? Jo, die müssen mal raus. Acht. Wo, was machst du mit deinem Geld? Du willst doch deine Kinder wieder haben. Ich könnte zweimal 50 Gold haben. Müssen sie weiter im Kerker schmoren. It is how it is. So, dann hier ab in die Hauptstadt von ihm. Aber erstmal hier ihn wegdrängen. Also wenn ihr... Alter, was geht denn jetzt schon wieder ab? Wenn ihr ein Gebiet erobern wollt, Anspruch darauf erheben, was auch immer, ist das Gebiet selbst von hoher Wertigkeit für den prozentualen Fortschritt für die Forderung durchzusetzen. Also das einnehmen. Wenn ihr Hauptstädte einnehmt, dann könnt ihr Gefangene nehmen, die auch einen hohen Stellenwert haben, bis zu 100%, wenn ihr den König einnehmt, also den gegnerischen Anführer. Aber auch wenn ihr die Frau gefangen nehmt, ist auch schon sehr viel wert für die Prozente. Also Gebiet einnehmen und Hauptstadt einnehmen ist so zu empfehlen bei der. So. Meine Gemahlin verbringt enorm viel Zeit damit, dass mein Reich mit ihrer Ehrenwache zu durchreisen. Es gibt zahlreiche Angelegenheiten, um die sie sich an meiner Stadt kümmern kann, um die militärische Präsenz von Großmabababa mit sich bringt, erinnert alle deutlich an ein Recht zu regieren. Ja, meine Gattin, ja. Meine Großbarian und sich macht sie bereit, das Reich zu verteidigen, okay? Sorgt dafür, dass das Volk angemessen Katz buckelt. Ihr haltet 10 Schrecken. Okay. Also ist jetzt meine Frau, die ein Event getriggert hat durch ihre Stats. Alle sollen mich fürchten und vor mir niederknien. Ihr haltet 150, ihr haltet Schrecken. Großmehrer von Hauser starten. Erhält 40 Anspannung, verliert 20 Spannung. Die Frau kann auch Anspannung erhalten? Nee, nee, soll die nicht machen. Weil ich sadistisch bin, kann ich das jetzt einfordern. Schrecken brauche ich auch nicht. Ich würde sagen, das Prestige. Prestige, danke dir. Gattin an Start. Cousine joint im Krieg, sehr gut. So, der hier will flüchten, den müssen wir noch abfangen. Das ist seine Armee. Wenn ich die besiege, gibt es auch fette, fette Prozente auf den Eroberungszug. Sollte hier easy Sieg für mich sein. In der Schlachtruf, Übelland. Kann ich hier nicht noch einen besseren rufen? Jo, was sind das für einer? Furtner flexibler Anführer. Ich verstehe noch nicht, wann das... Oh, wir haben auch einen fetten Organisator, Pionier, Experte für Unangenehmes. Eigentlich rekrutieren, auch nice. Ich verstehe noch nicht, nach welcher Logik der Computer meinen Befehlshaber auswählt. I don't know. Haben wir irgendwas, was Belagerung schneller macht?
Plündern, nein. Belagerungsphasenzeit minus 30%. Oh, das wäre eigentlich nice, wenn wir den da... Ja, den hole ich mal mit an den Hof. 3 Gold, das ist nichts. So, Abfahrt. Der Krieg ist schon gewonnen. Ich will nur noch die Belagerung. Alter, ich muss ganz schön weit hochlaufen dafür. Uff, uff, uff. So, der Typ ist an meinem Hof. Hat er? Ah, er hat schon eine Frau. Und der ist selber steinalt. Shit. Egal, damit sollten wir zügig ankommen. So, okay. Also wir erobern gerade das hier. Entscheidung, nein, ich brauche keine Jagd. Ich habe keine Anspannung. Kinder können Geld bringen. Ich habe Markt gebaut. Jo, den nimmt für 50 Gold. Abfahrt. Was haben wir hier? 50 Gold. Noch ein Abfahrt. Sehr gut. Ihr könnt Zahlung von Hisha Norea verlangen. Nee, er soll noch mehr sparen. Kriege brauche ich nicht. Wenig Kontrolle, gucke ich jetzt mal. Titel vergeben, Meinung erhöhen. Ja, Meinung. So, ich beeinflusse gerade den Typ. Ja, oder sage ich, welche sind gut, seine oder meine? Und wenn ich sage, seine sind gut, dann kriegt er Meinung von mir, aber das brauche ich nicht. Ich sage einfach meine, ich bin überlegen und gut ist. Da habe ich zwar keinen Fortschritt in seine bessere Meinung und so, aber nichtsdestotrotz. So, hier ist Handelsposten erbaut worden, oder? Ja, auf Stufe 2. Gebäude ersetzen, nein. Und das andere kann ich noch nicht verbessern. Gut, dann müssen wir das woanders weitermachen. So, hier noch ein Markt rein, Abfahrt. So, wir müssen auch langsam auf 500 sparen, weil ich brauche ja 500 Gold für den Großtitel. Ich sollte ab jetzt sparen, damit, wenn es soweit ist, ich sofort machen kann. Mein Druckmittel gegen irgendeine random Dude ist verfallen. Ach, gegen meine Tochter. Warum habe ich ein Druckmittel gegen die Tochter? Ach so, ja, weil sie ein Kokobinenkind ist oder was? I don't know. So, irgendein Typ wie bei mir hat Anspruch auf irgendwas. Auf Häuptlingtum Idona. Hier unten, ja. Könnte ich einen Anspruchskrieg gründen, anfangen. So, wir sind gleich bei seiner Hauptstadt. Und er sieht sich sogar zurück. So, Alter, es geht so lang. So krass wie da oben. Ich hätte mal vorher gucken sollen. Der hat schon ziemlich viel gehabt. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen es erobern. Abfahrt. So, Belagerung läuft. Geht jetzt schneller wegen Belagerungsphasenzeit. Dank einer umfangreichen Wissen über Belagerungsmaschine Verdankungsvergnügen lässt sich sie da durch nichts aufbringen. Keine Ahnung. Warum kann das nicht verschickt werden? Das verstehe ich nicht. Kann ich kein Komplott gegen Kinder schmieden? Er ist 13. So, ich kann Vorzug, ist meine Domäne, kann die Entscheidung Untertanenerpressung nutzen? Nee. Monatliche Einnahmen im Krieg? Ja. Vasallensteuer plus 10%. Ich mach mal das im Krieg, weil ich jetzt sehr oft im Krieg sein werde. Sehr, sehr oft. So, wir müssen schnell machen. Wie geht die Eroberung voran? Abfahrt. Spulen kurz vor. Kurz hier gucken, dass ich nicht hier was verloren habe. Jo, wir haben Sachen gefangen genommen. Gefangene, Pause. So, 50 Gold, Abfahrt.
Nochmal 50 Gold. Ich habe seine ganzen Frauen, oder wie? Warum hat der kein Geld oder was? Also, der hat kein Geld, minus 36. So, jetzt können wir die Forderung erzwingen. So, Alarm auflösen. So, haben wir hier ein neues. Sehr, sehr gut. So, wir müssen mal jetzt Kontrolle. Kultur wird gemacht. Kontrolle A. So, machen wir hier mal Bauchi. Wir gehen von links nach rechts mit Kontrolle. Alle roten erstmal kritischen Felder wegmachen. Abfahrt. So. Oh, haben wir hier auch Gemeinde bekehren. Zack. 55 Jahre? But why? Okay, sie ist dumm, aber das sollte kein Problem sein. Eifer gegen Ibanismus, Boripluralismus. Ibadismus, gebilligte Scheinbekehrung durch Entwicklung. Bori unreformiert. Ich muss den Glauben mal reformieren wahrscheinlich. Aber man muss irgendwann anfangen. Wie kann ich den Glauben reformieren? Reformiert den borischen Glauben. Moin Nico, hi, wie geht's? Glaubensobjekt Titel erschaffen. Reformierter Glauben. Glauben reformieren kostet 4300. Habe ich noch lange nicht. Mir geht's superb. Superb. Terminkalender ziemlich voll. Ich würde gerne hier mehr zocken. Mehr machen. Aber der Tag hat nur 24 Stunden. Und es wird jeder einzelne genutzt. Wie geht es dir? Was geht bei dir? So, das haben wir jetzt erobert. Können wir hier, der hat 2000. Ich hätte 3000. Ich könnte das eigentlich machen. Hat der noch Verbündete? Ich könnte die Kleinen erstmal alles snacken. 1700, das wäre heftig. Aber das Große hier wäre schon mega nice, wenn ich das habe. Wir können mal gucken. Krieg erklären. Herzogtum erobern. Einfallenden Königreich. Ihr nehmt alle Titel im Reich sowie alle besetzten Grafschaften außerhalb davon. Nee. Aber das könnte ich bei dem hier dann machen, oder? Einfallenden Königreich. Aber das kostet 2000 Prestige. Habt ihr das letzte Prüfung bestanden für Führerschein? Yeah! Glückwunsch! Und gutes, sicheres Fahren. Gutes und sicheres Vorankommen. Freut mich. Ein nächster Schritt in die Unabhängigkeit. Ja, ich würde jetzt sagen, Abfahrt. Krieg erklären. Alles oder nichts. Wir wollen alles. Gleichung das ganze Herzogtum. Abfahrt. So, wir rufen wieder unsere Cousine. Die ist echt MVP. Hausmitglieder in den Krieg rufen. Im europäischen Raum. Müsstet ihr jedes Mal, wenn ihr einen Verbündeten habt, den mit Prestige bezahlen, dass er kommt. Der kommt dann, aber das kostet. Und hier ist es nichts. Wenn sie Teil deines Hauses ist, ist das Homie und Homie kommt umsonst. Mega cool. Und ihr müsst Diplomatie haben und so weiter, um andere zum Kampf zu fordern, zu berufen. Im Sinne von eine Allianz oder irgendwie sowas. Nur dann können die euch auch zum Kampf rufen. Und wenn ihr da ablehnt, sind die pissig seit dem neuesten Patch. Und hier bei der Kultur ist einfach nur, wir sind alle ein Haus und wir halten alle zusammen. Und jeder hilft jedem und alles umsonst so ungefähr. Nice. So, wir müssen das hier erobern und wir gehen direkt an seine Reichsgrenze, wo die Hauptstadt ist. Und gleich all in auf die Hauptstadt von ihm.
3000 gegen 2000. Sollte ich den Vorteil haben. Das Vorteil plus 4 in Ebenen. Expert für offenes Gebiet. Sehr gut. Ist offen. Ja, er zieht sich schon zurück. Seid gegrüßt, Korsar. Natürlich werde ich mich in eurem Krieg anschließen. Unsere Gegner werden lernen, die Männer von Kavar zu fürchten. Die Männer? Alter, die Frauen sollten sie fürchten. Ich führe zwar das Land als Mann an, aber mein ganzer Rat? 5 Frauen. Meine ganzen Krieger? Frauen. MVP-Frauen. Echt. Ich habe hier eine mit 41. 41 Kampfgeschick. Also hier unten sind die Kriegerinnen. Alles hier Soldaten. Soldatinnen. So, vielleicht kann ich sie hier noch abfangen. Nope, er flüchtet schon. Okay. So, da er den Kampf nicht gewinnen kann, wird er jetzt hier außen rumgehen wahrscheinlich und da irgendwas erobern wollen. Achso, ja, macht er hier. Ja, soll er machen. Ich erober die Hauptstadt, die ist mehr wert als hier die kleine. So, 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 so. Ich kann meinen Reichspriester ersetzen. Das ist episch. Denn sie ist scheiße. Okay, okay. Das kann man nur einmal alle 50 Jahre oder so. Das ist echt selten. Das kann man in dem katholischen Glauben hier überhaupt nicht. Da kriegst du immer einen vom Papst vorgesetzt. Aber hier kannst du alle unendlich Jahre ungefähr einmal deinen Reichspriester wählen. Und das ist super. Das habe ich nämlich am Anfang vercheckt. Da wollte ich die Person tauschen in meinem Rat und habe aus Versehen falsch getauscht. Und dann ging das nicht mehr zurück, weil du kannst nur einmal das machen. Ich kann nur einmal ein Magadia ernennen. Also darauf achten, wenn ihr das hier unten spielt und machen solltet. Also wir suchen uns jetzt eine raus, die richtig Fettbildung hat. Oder jemanden. Punkt. Und zwar, wir brauchen erstmal einen am Hof, der nicht verheiratet ist. Und volljährig. Also die geht leider nicht. Jo, hier. Champion, Maria. Eine Kriegerin von mir. So, Ehepartner finden. Material, aber die braucht keine vererbbaren Eigenschaften. Und möglichst viel Bildung. 14. Und idealerweise nicht zu alt, damit er noch möglichst lang das sein kann. Aber 14 ist schon wenig. Es muss Material sein. Der muss ja herkommen. Bei Frauen, wir gucken mal, bei Männern ist der höchste 14. Mal gucken, ob wir noch einen Mann haben, der eine Frau vielleicht findet, die noch besser ist. Meine Männer haben ja alle schon. Ist das hier? Uzoma. Ist Uzoma ein Mann oder eine Frau? Eine Frau. Okay. Jo, die hat noch keinen. Ja, fuck. Ich brauche einen Mann, der keine Frau hat. Das ist auch eine Frau. Fuck, ich habe keinen am Hof. Hier habe ich noch ein paar Männer. Jo, ich habe ein paar Jünglinge hier am Start. Den könnte ich an den Hof rufen. Anspruch auf Grafschaft. An den Hof rekrutieren. Das kostet 32. Der hätte Ränkespiel 18. Den könnte ich sogar in meinen Hof teilen. Mein Jomann. Ja, du kommst auf jeden Fall ran. So, dir suchen wir jetzt noch eine Frau. Mit einer Bildung von 14. Die wäre sogar besser. 43. Melancholisch. Maßvoll ruhig. 14 ist 14. Ist das schlimm, wenn der Reichspriester eine andere Kultur hat? Lass mal kurz gucken, bevor ich das mache. Ob die diese Kultur haben müssen. Die wäre ideal, die hat 62. Ich nehme erstmal die. Jasmin wird aus dem Rad geworfen, was folgenden Effekt hat.
Das Problem ist, die hat 19. Das wäre die absolute beste Wahl. Nur, die ist schon 62. Die wird bald sterben. An Altersschwäche. Und wenn die stirbt, kommt irgendein Zufälliger dann danach. Das heißt, ich nehme mir eher eine jüngere, 43, die kann das noch 20 Jahre machen mit 14. 14 ist okay. Ist okay. Ja, Abfahrt. So, 16. Warum kann ich die nicht nehmen? Ach, die hat eine andere Kultur. Das macht ja nur Sinn. Die muss ja meine Kultur haben. Ah, ich bin so doof. Gut, wir nehmen jetzt die 62-Jährige. Mit 19 Bildung. Alter. Bombe. Bildung macht zu viel aus bei ihren Stats. So, ah, warte, ich kann noch mehr eintauschen. Hier, Fabian, du musst leider raus. Wir haben einen besseren. Oder? War der nicht besser? Nope. Du warst immer noch der beste Spitzel. MVP-Spitzel. So, was wollte ich gerade machen? Achso, ich führe gerade Krieg und erobere hier. Jo, Abfahrt. Abfahrt, Abfahrt. So, ich könnte ein Festmahl machen. Ich habe null Anspannung. Ich will das Geld sparen. Ich brauche 500 für das Großreich. So, wir brauchen mehr Kontrolle. Ja, soll erstmal hier fertig machen. Versuchst du mal. Neuer Magida, Kircheneigentum, billigt euer Kircheneigentum. Ja, nice, die ist echt gut. Yeah, sie billigt mich. Billig, billigt. Was ist das hier oben? Meine Cousine hier oben. Die hat kaum noch Reich. Die hatte mal mehr. Mal gucken, ob ich meiner Cousine mehr Land übergeben habe. Die hat 21 Verwaltung. Könnte ich auch ranholen. Vasallentum anbieten. Warum würde die nicht annehmen? Ups, Entschuldigung. Achso, die ist im Krieg, deswegen nicht. Wahrscheinlich. Ich müsste ihr aber das mal anbieten, ob sie einfach Teil meines Reiches werden will. Weil die hilft mir ja sowieso immer. Ah, 47. Die ist wunderschön. Haben die Kinder, die wunderschön sind? Hat sie Kinder? Okay. Ja, die hat einen Haufen Kinder, aber. Ah, doch ein paar. Hübsch. Aber viele haben es nicht bekommen. Hier nochmal hübsch. Oh, unser Sohn ist krank. Shit. So. Haben wir hier fertig belagert? Ja. Jetzt müssen wir hier hin. Haben wir Gefangene? Oh, Geld. 50 Geld für den Boy. Und der hat wieder kein Geld für seine Kinder. Aber denen geht's beiden noch gut. Nochmal 50 Gold für den anderen Boy. Alter, du willst fliehen? Komm her. Gut, dann drehen wir um. Der wird gleich wiederkommen. Dann fange ich ihn ab. So, Lösegeld. Sehr gut, sehr gut. So, Fortschritt geht voran.
So, seid gegrüßt. Großartige Arbeit. Hat die Kultur gefördert. Wir machen die nächste. Alles Schraffierte hier ist nicht Teil unserer Kultur. Zack. So. Oh, hier kommt seine Armee. Wollen wir sie mal abfangen? Gegner geht die Versorgung aus. Sehr gut. Hügelverteidigung. Ah, shit, ey. Ich wollte hier das belagern und gucken, was er macht. Jetzt greife ich gegen den Hügel an. Aber ich habe trotzdem, glaube ich, den Vorteil. Nice, ich habe seine alle verstümmelt. Ja, wir können noch nachsetzen. Warum ist meine Armee so... Ach, die ist unterversorgt. Okay. Erstmal in mein Reich und wieder versorgen. Ja, ja. Eure Schwester nah daran erlag ihren Versetzungen. Eure Schwester? Oh no. Warte mal, was ist das? Schwager von mir? Sein Zwerg? Was man hier alles so verpasst. Nice. Jetzt würde mich mal interessieren, ich muss in meinem Reich sein, um Versorgung wieder zu bekommen. Aber was ist, wenn ich belagert bin? Kriege ich dann trotzdem Versorgung oder muss ich erst zurückerobern? Oder heißt das, sobald ich irgendwo in meinen Grenzen bin? Nee, ich muss schon in meinem Reich sein. Sie hatte 15 Ränkespiel. Klumpfüßiges Konkubinenkind. Der hat halt einfach keine Money. Was ist denn das für einer? Die bringen mir alle nichts ein. Wenn ich die einfach so freilasse, dann gewinne ich Anspannung, weil ich ein Sadist bin. In meiner Natur ist es nicht einfach, sie gehen zu lassen. Ich muss sie irgendwie foltern, bestrafen, was auch immer, als Sadist. So, sprießendes Interesse. Ein Kaufmann hat mir eine Probe einiger Samen geschickt von Pflanzen, die angeblich gut für Gesundheit und Geist sind. Ich muss gestehen, dass ich kaum Erfahrung in der Aufzucht von Pflanzen habe, aber wie schwierig kann das schon sein? Das sind sicher nicht etwas wert. 25 Gold, wenn ich es einfach verkaufe. Ich hätte eine 22% Chance, Kräuterkundler zu werden. Das ist ein neuer Boni. Lebenswandeleigenschaft. Das wäre sehr nice. 22% Chance. Das Vorhaben scheitert, doch ihr lernt daraus. Ihr alle 10 Jahre lang Sucher des Wissens. Die Samen wollen einfach nicht wachsen. Nichts passiert. Also 80% Chance, dass was Positives passiert. 22% Chance, dass was richtig Gutes passiert. 13% dass nichts. Wir gucken mal, ob wir richtig gut haben. Okay, es war das leicht Gute. So, wir kämpfen hier nochmal erfolgreich. So, die sind ziemlich schlecht versorgt. Ich warte jetzt erstmal hier, bis die Vorräte wieder positiv sind. Warum kriege ich hier... Ach, ich... Hä? Ich bin doch in meinem Land. Warum ist das unterversorgt?
Das verstehe ich gerade nicht. Minus 10. Muss ich in eine andere Stadt oder was? Ah, jetzt plus 20. Okay, wir waren wahrscheinlich noch im Kriegsmodus irgendwie. Anyway. Niedrige Gemeindekontrolle in Yimi. Abfahrt. Kultur. Mehr Kontrolle hier. Kultur da. 50 für den. Abfahrt. Kubine nehmen. Nein. Ich kann Zahlung verlangen. Ihr habt ein verfügbares Druckmittel. Abfahrt. Geld ist Geld. So, da kommen wir doch schon mal ziemlich näher dem 500, die wir brauchen. So ein bisschen neu ausgehoben und der Armee jetzt beigetreten. Zur Abfahrt. 90 Vorräte von 100. Wieder an die Front. Wir sind bei 56% Chance, Kriegszustand, das komplette Gebiet hier zu erobern. So, das ist unsere Vasallin für Money, Money, Money. Und die ist echt gut. Ist schon 52. Die hat 21 Verwaltung. Was will die denn? Eure Stützung ist sehr willkommen. Ihr haltet 5 Jahre lang, nimmt Lektionen von Finanzen. Ich würde plus 3 bekommen. Und sie hätte ein Druckmittel gegen mich. Wir können daraus einen Gewinn ziehen, wenn wir uns wissen. Okay, ihr haltet 5 Jahre lang eine Lektion von, erhält die 5 Jahre eine Lektion von Theologie. Also wir würden Wissenstausch machen. Ich komme ganz gut allein zurecht. Nö, Wissenstausch. Jo. Abfahrt. Sie besser, ich besser. Dann können wir nur beide von profitieren. So, wo ist denn hier Beeinflussung? Ist immer noch am Start. Wird er noch beeinflusst von mir? Ja, immer noch. Wir müssen mal die hier ein bisschen hochpimpen. Beeinflussung, Abfahrt. So, ich muss aufpassen, dass ich hier nicht in die Querschläger von anderen Kämpfen komme. Wir machen hier mal halbieren und die Armee dahin. Hey, was? Nein. Stopp, stopp. Oh nein, jetzt marschieren die schon. Fraktion gegen uns geschaffen. Achso, ja, ihr habt Bauernaufstände. Ja, und ich bin schon dabei, da das unter Kontrolle zu bekommen. So, wir erobern hier und erobern hier zurück. Blau ist von ihm eingenommen, orange von mir. Und hier ist noch nichts. So, ein Komplott bei Hofe. Mein Ratsspitzel hat mir versorgungserregende Mitteilungen. Es gibt ein Komplott gegen ein Champion von mir. Ja, die sah nur Durchschnitt. Wir müssen den Übeltäter, in der Sache steckt, aufhalten. Ja, wäre nicht schlimm, wenn sie jetzt wegen dem Komplott stirbt. Wechsel deswegen aber jetzt nicht auf Komplotte stören. Könnte ich machen. Komplotte stören. Muss nicht sein. Aber kann ich machen. Zumindest so lange. Das noch nicht aufgeklärt ist. So, was geht hier ab? Hier werde ich wieder überfallen, ey. Es kotzt so an. Die
pissen sich alle gegenseitig in meinem Reich wieder an. Naja. So, hier habe ich Zermürbung, 1%. Da auch. Sollte ich nicht so lange verweilen. So, mal gucken, ob die Kinder mittlerweile Geld abwerfen würden. Wen habe ich denn hier? Die sieht episch aus. Besessen, verwundet, einäugig, Trunkenbold. Nope, ich glaube nicht, dass ich für die was bekomme. Ansprüche abschwören. Worauf hat sie Ansprüche? Ja, Ansprüche auf viele von meinen Ländern. Ansprüche abschwören. Jo. Ja, soll abschwören und weiß Gott. Soll hin, wo der Pfeffer wächst. So, was haben wir hier? Ansprüche abschwören. Jo. Druckmittel noch. Rekrutieren, brauche ich den? Der kann auch nichts. Abfahrt. Raus mit dir. So, was haben wir dem? Oh shit, ich muss aufpassen. Ich glaube, ich kriege jetzt einen Haufen Anspannung. Weil ich die jetzt einfach rausgelassen habe. Muss ich, glaube ich, drauf achten. Habe ich gerade blind gemacht, so wie ich sonst gewohnt bin. Ich habe einen sadistischen Charakter. Ich habe Gerüchte gehört über einen verlorenen Folianten. Wer ist denn das? Irgendein Typ aus meinem Reich. So, 81% Chance, dass ich Boni-Stats bekomme. Hier kriege ich Anspannung, das mache ich nicht. Oder 105 Geld. 105 Geld, dann hätte ich die 500 fürs Großreich schon. Aber ich brauche mehr von den... Ich erhalte 5 Jahre lang mehr Wissen. 105 Geld. Wir machen das 105 Geld, zack. Ich kriege keine Anspannung, alles gut. So. Genau, wir haben eine Fraktion gegen mich. Das sind die Bauern. Die andere Fraktion hat sich aufgelöst. Ja. Die ist bei minus 1, die muss beeinflusst werden. Wird sie auch schon. So, Abfahrt. Wo ist der Krieg? Ja, hier, zurück zum Krieg. Und der will hier oben wieder erobern, der Sack. Neuer Lebenswandel, sehr gut. Kriegsvolk und Haltung pro Schrecken. Vasallensteuer hoch, Abfahrt. So, kann ich das Großreich schon Titel schaffen? 500 kostet das. Okay, ich hab's Gold, ich muss jetzt nur weiter erobern. 19 Grafschaften noch, Abfahrt. So, erobern, Forderung durchzwingen, Abfahrt. Ich achte mich als Gesinn. So soll ich, bla bla bla. So, jetzt habe ich einen Haufen Land dazu bekommen. Ich muss davon aber jetzt was abgeben. Gibt es da irgendwas, was nicht Teil meines Großreiches wäre? Nein. Ich kann das hier oben abgeben. Nee, ich muss gucken, was überhaupt mir gehört. Wie sehe ich das denn? Also erstmal alle Armeen auflösen. Es sei denn, ich habe hier noch irgendwelche Säcke, die plündern. Ja, und noch einen Haufen. So, wir räumen jetzt erstmal alle auf, die hier plündern. Abfahrt. Hier oben auch. Die Schweine. Was wollte ich machen? Ah ja, Domänen abgeben. Am besten welche, die gerade frisch dazugekommen sind. Ich muss 2 abgeben. Was ist mit der hier? Kera. Kera hier. So,
Kehrer. Ach ne, am besten welche, die nicht viel Soldaten geben. 100, 400. Ja, aber hier Entwicklung 2, Entwicklung. Ja, die sind ziemlich unterentwickelt. So, vergeben an. Wenn ich das an den gebe, dann. Der ist verheiratet mit meiner Tochter. Die ich dann spielen werde. Ja, wenn ich es dem gebe, wäre gut. Ja. Du sollst das kriegen. Titel vergeben. Zack. Und dann noch eins. Kriegt der gleiche Dude. Kann ich es meiner Tochter nicht eigentlich auch geben? Muss mal gleich gucken. Ja, Titel vergeben an meine Nichte. Ich könnte es so aufteilen, dann wäre es nicht so ganz so kritisch. Aber meine Nichte hat die nicht schon. Mal Pause machen hier. Hauserstaaten, Königreich von Hause. Garura. Hat jemand Anspruch darauf? Dann würde ich es dem sowieso geben. Nee. Ne, meinem Arzt auf keinen Fall geben, sonst wechselt der dorthin. Das ist mir schon mal passiert. Auf keinen Fall. Wir geben es einfach hier. Der Nichte, Abfahrt. Auf keinen Fall dem Arzt geben, sonst ist der weg. Der wird dann Vasall woanders und you know. Aber warum ist sie jetzt pissig? Sie hat Land von mir bekommen. Angriffskrieg. Ja, der Krieg ist ja bald vorbei. Aber dann startet schon der nächste. Nächster Krieg. So. So, lass mal hier die weg platt machen. Dein. Jo, irgendeiner ist schwanger. Ja, meine intelligente Frau ist schwanger. Sehr gut. Nichte wurde in der Schlacht erschlagen. Diese verdammten Räuber, ich bin doch schon da. Mann. Es wird so schwierig, je größer das Reich ist. Was ist denn hier oben? Der Sack. Ne, warte mal, wer ist das hier? Ja, der Sack da oben. Der plündert mit so vielen. Ne, das sind ein Haufen anderer Armeen. Ich muss die dann hier meine Armee mal sammeln. Und die ganzen da, die haben sich alle da oben gesammelt. Dann kann ich sie alle auf einem Schlag killen. Perfekt. Sammeln, dann hoch. Seid ihr nicht, stimmt das hier noch nicht? Neutrale Armee? Die machen doch irgendwas in meinem Reich. Meine Nichte wurde gefangen genommen.
Warum kann ich die nicht battlen? Okay, konzentrieren. Konzentriere dich auf das Wesentliche. Und zwar, wir müssen das Großreich gründen, bevor wir verrecken. Wir brauchen noch 15 Grafschaften. 15. So. Wie viel sind denn hier? Abfahrt. Krieg erklären, rein da. Und den gleich mit. Beide gleichzeitig, würde ich sagen. Obwohl, warte mal, der hat Diplomatie, müssen aufpassen. Vielleicht. Ach Gott, vielleicht nicht gleichzeitig. Bama, gehört der noch woanders hin? Krieg erklären. Herzogtum erobern. So, 2500. Der hat auch Verbündete. Da und da. Okay, Abfahrt. Jo, wir haben noch einen Sohn. So. Und er ist abscheulich. Warum? Nach einem Vorfahren. Ein hausanischer Name. Bonga. Bonga. So. Abfahrt. There is no escape. Unser Champion konnte Nigo erschlagen. Unser Champions sind MVP. Holy shit. Ja, wir haben so viele Leute, die Geld bringen können. Der Baba bringt kein Geld ein. Auch kein Geld ein. 0 Gold von 60. 4 Gold von 60. Gucken wir mal die anderen hier. Irgendwie rekrutieren könnten. Nein. Nein. Alles tauge nichts. So. So, was macht die Kontrolle? Mehr Kontrolle hier bitte. Jimmy ist unter Belagerung. Jimmy die Jimmy? Wo ist Jimmy die Jimmy? Da oben. Ja, Belagerung stationieren. Abfahrt, der Sack belagert. Jetzt belagere ich seine Hauptstadt. Und gehe noch auf Jagd von ihm. Mm-hmm.
Der flieht nicht. Doch, jetzt flieht er. Aber ich hole den ein. Muss dann hier kämpfen. Oh, sogar hier schon. Ja, seine Armee komplett zerrissen. Gute Arbeit. Hausanische Kultur hergestellt. So. Haben wir mal hier unten Kiffi. 3 Jahre, sehr gut. Komplotte unterstützen. So, dann gehen wir noch hier hin. Alles belagern. Ja, 100% Abfahrt. Halt. Gucken, ob wir irgendwie noch Gelder erst bekommen. 100 Abfahrt. 60 Abfahrt. Jo, Joghurt. Eine Nachricht davor eben. Just the random. So. Holy cow, wird erwachsen. Ich bin stolz darauf, meine Tochter nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsene zu sehen. Mit der richtigen Anleitung kann sogar ein Kind wie Holy Cow, das kaum ein natürliches Talent für die Kriegskunst zu haben scheint, doch ein echtes Verständnis davon erlangen. Sie hat großes Geschick bei Schlachttaktiken und der Verwaltung von Armeen bewiesen. Eines Tages wird sie eine gute Befehlshaberin aus ihr werden, da bin ich mir sicher. Die ist zornig, religiöser Eiferer, gefühlslos, fähiger Taktiker, Glaubenskrieger und eine Wohlgestalt. Oder wenn das keine Kriegerin wird... Die hat 14 Kriegsführungen. Läuft. So, sehr gut. Forderung erzwingen. Achso, der denkt bereits über einen Vorschlag nach. Ja, warte, wir müssen unsere Tochter auch irgendwie... Ein Mann muss bei. Vererblich. So. Sie ist eine Wohlgestalt, also auch eine Wohlgestalt. Dann kommt eine Wohlgestalt raus. Wir können hier den 43-Jährigen nehmen, aber der hat eine andere Kultur. Die würden sich nicht verstehen. Dann lass mal hier den Wunderschönen nehmen. Moderat. Vorschlag abschicken. So, nächstes Reich erobert. Wieder 3 Domänen, die wir abgeben müssen. Erstmal alle Armeen auflösen. So, wie viel fehlt denn noch zum Großreich? 12 Stück noch. Wie alt bin ich? 53. Alter, ich mach so schnell ich kann. Okay. Wir machen schon mal Party. Fest mal veranstalten. Oder eine Jagd. Eine Jagd ist gefährlich. Fest mal. Ja, Abfahrt. So, Domänen abgeben. Wir haben noch so viele Gefangene. Wo war das mit den Domänen? Ich bin wieder hier, Domänen. So. Vergeben an. Tochter. Ja, ich gebe meine Tochter ab. Abfahrt. Tochter kriegt gleich mal hier. Zack.
nicht zu viel. Lass mal kurz gucken, was passiert. Friese. Friese, du kriegst auch noch was. Der Friesen. Friese. So, und hier noch. Wir geben an. Moin, Guvotix. Ich hoffe, ich spreche so richtig aus. Guten Abend. Champion. Und mein Sohn abfahren. Ich habe gerade meinen Run fertig für den Mother of All Us Dingens. Alter, echt krass, Glückwunsch. Hast du es noch vor Spielende geschafft? Holy shit. Also ich bin noch relativ am Anfang. Also hier Hauser starten. Also ich komme gut voran. Ich hatte einen schweren Start, aber ich wollte nicht neu starten. Mit der Charakter hat Krebs bekommen und dann war echt schwierig, irgendwie da noch was rauszumachen. Aber es hat geklappt. Momentan versuche ich... Ich habe schon zwei Königreiche jetzt. Und versuche jetzt hier das Großreich Kanem zu gründen. Ich habe auch die Anforderung für Gold und Königreich, aber ich brauche noch mehr Grafschaften. Also versuche ich hier gerade noch 12 Grafschaften durchzupushen, bevor mein Charakter stirbt. Damit ich den Großreichstitel gründen kann, damit ich den vergeben kann, bevor ich hoffentlich sterbe. Sonst teilt sich das ja alles auf. Doch einfach Tarik oder Kutix. Okay, Kutix. Machen wir so. Hast du es im First Try geschafft oder hast du nochmal anfangen müssen und nach 100 Jahren hast du irgendwie Mist gebaut und musstest es nochmal neu machen oder so? First Try, nice. Weiter in der Nachfolge. Könnt Bündnis machen. Nee, seit dem neuesten Patch halte ich von Bündnissen erstmal nichts. 5 von 55 lohnt nicht. Meinung erhöhen. Gegen wen habe ich gerade einen Komplott laufen? Also bei mir ist es mein First Try und auch First Try in Afrika. Ist krass. Mein erstes Iron Man Game. Ach, dein erstes, okay. Nee, ich hatte schon einen Haufen gespielt in Europa. Sehr, sehr viel sogar. Und jetzt das erste Mal in Afrika und es ist vieles anders. Und ich bin sehr positiv eingestimmt, auf was hier anders ist. Also ich kann die ganzen Frauen, die man hier haben kann, die Kriegerinnen sein können, die im Rat Rollen einnehmen können, das macht immense Vorteile. In vielen, vielen Hinsichten. Man kann weibliche Konkubinen haben, aber irgendwie, was ich nicht so einfach finde, ist hier Charakter mit vererbbaren Eigenschaften zu finden. Das ist hier in der Region eher mau, wo ich in Europa sehr extrem alles gefunden habe, in Vielfalt. Und hier unten ist echt schwer, überhaupt was zu bekommen. Bei dir konnten nur Frauen erben. Ja, das konnte man ja am Anfang entscheiden, oder? Das, bei mir, ich habe mich als gleichberechtigt entschieden. Warte mal, wo sieht man das nochmal? Hier, Nachfolge. Hier, Geschlechterrecht. Da hast du am Anfang des Spiels wahrscheinlich hier auf nur Frauen gewechselt. Enatisch. Und ich habe mich für gleichberechtigt entschieden. Also Erben tut beide Geschlechter zugleich. Also bei mir erbt hier die Frau alles. Ja, du hast wahrscheinlich viel weiter gespielt. Ich bin erst im Jahr 900 oder so. Ich
weiß nicht, ob ich mich... Kannst du mir sagen, was hier zu Afrika gehört? Also, klar kenne ich sie. Also hier ist es offensichtlich. Hier so. Und ich glaube, meine kritische Stelle ist dann eher so hier, dieser Teil bei Ägypten. Wie weit zählt das hier noch? Ist das noch hier so Afrika? Wo ist hier die Grenze? Also in dieser Region bin ich, frage ich mich. Ich habe auch viel mit Enterben gespielt, dass ich bloß nichts splitten kann. Ja, naja, das ist der kritischste Teil in dem Spiel. Also hier wäre jetzt für meine Region, wo ist hier quasi, wo heute der Süß ist. Alter, da muss ich mal selber gucken. Ich habe gerade komplett Orientierungsschwund, weil ich hier nur diese Titel hier sehe. Arabisches Reich. Der Kanal müsste ja dann, ist das, der müsste hier sein. Oder ist der hier? Nee, der müsste hier sein. Also ab hier ist dann die Grenze irgendwo. Okay. Weil den gibt's ja noch nicht. Den gibt's ja noch nicht. Ich so, hä, wo ist er? Okay. So, Festmahl, Abfahrt. Sinal gehört nicht mehr dazu. Ja, und das hier nicht mehr. Und Farama auch nicht. Ja, okay, macht Sinn, macht Sinn. Nur es hätte ja sein können, dass hier, sagen wir mal, hier so das noch dazu gehört. Aber ist ja nicht kritisch. Wenn ich so weit wäre, dann kann ich immer noch auch die zwei noch holen. Wo ich mich schwer tue gerade, Kutix. Ich hatte das Event noch nicht, nein. Wo ich mich schwer tue, ist, ich muss ja den Glauben bringen. Das heißt hier Gemeinde bekehren. Das dauert extrem lange, 20 Jahre. Wie kann ich das beschleunigen? Weil ich schätze, wenn ich das für alle Grafschaften machen muss, so viele Jahre habe ich gar nicht. Wie kann ich das krass beschleunigen? Ist das hier dann, wenn ich den Glauben reformiere? Hilft mir das dann? Reformiere den borischen Glauben? Wie kann ich das beschleunigen? Weil 20 Jahre für eine kleine Region dauert ja zu lang. Nee, ich habe den Glauben noch nicht reformiert, weil ich noch unsicher bin, wie ich am besten vorangehe. Aber das ist ja das Ziel langfristig. Erstmal erobere ich alles und dann... Genau. So, fest mal das Dilemma. Wer ist denn das hier? Das ist meine Tochter. Die bekommt 20 Meinungen. Und ich habe Freundschaft mit ihr. Rivalität auf keinen Fall. Ich bekomme eine intime Beziehung mit meiner Tochter? Sweet Home Alabama. What the fuck? Nein. Ich habe nicht vor, hier so einen Inzuchtplay-Stil in der Afrika-Challenge zu machen. Das ist zu extrem. Wir machen Freundschaft. Alter. Bevor ich es nicht reformiert hat. Ja, okay. Erst reformieren. Vielleicht einfach so eine To-Do-Liste. Glauben reformieren. So, drei Punkte. Nenn es einfach in drei Punkten, wenn du könntest. Ich weiß, das wird kompliziert, aber you know. Okay, also ich würde mal sagen, wir machen hier heute jetzt hier den Cut. Ich bin zufrieden. Also, wir haben scheiße viel heute erreicht. Wir haben das zweite Königreich komplett erobert. Kanem. Und wir sind schon am dran, hier die Grafschaften weiter zu erobern, damit ich hoffentlich rechtzeitig das Großreich-Titel gründen kann. Denn immer der höchste Titel wird vergeben. Das heißt, mein Reich zerbricht nicht, wenn ich sterbe und es dann meine Erben bekommen sollten. Das ist das Ziel. Und das werden wir im nächsten Part dann hoffentlich schaffen, rechtzeitig, bevor ich an Altersschwäche sterbe.
Ansonsten stabiles Reich, 5000 Armee, es läuft. Wir haben super duper tolle Ratsmitglieder gefunden und an den Hof gebracht. Läuft. Läuft. Wir haben eine fucking super Elite-Soldatin hier mit 41 in den eigenen Reihen. Alter, mega krass. Ich habe schon 40er gesehen, aber noch nie einen selber gehabt. Das ist jetzt hier mein erster Elite-Soldatin, nenne ich die mal immer. Also ich bin zufrieden, wovor es mir graust, dass ich vorzeitig an Altersschwäche sterben sollte und das Reich halt zerfällt, weil ich nur einen Königreichstitel haben kann und der andere geht dann halt weiter. Aber das sehen wir im nächsten Part, ob es dazu kommt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr irgendwas verpasst haben solltet in dem Part, alle Parts kommen auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen in vollständiger Länge. Ihr werdet nichts verpassen, wenn ihr im Livestream gerade seid. Unter dem Stream ist ein Panel. Klickt da drauf, dann kommt ihr zur vollständigen Playlist. Ja, wenn ihr das auf YouTube schaut und noch nicht entschieden habt, subscribed, es lohnt sich. Es kommt ein Haufen Content für Crusader Kings 3, mein Lieblingsgame, und das wird auch noch lange Zeit so bleiben. So, damit beende ich das Video, den Stream. Bye bye. Macht's schon gut. Habt noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.